Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo und Jakob von den Frakta und das ist Stick Squad. Das ist so ein kleines, also ja, ohne beleidigend zu sein wollen, halt ein kleines Freeware-Spiel, das man im Browser spielen kann. Ich spiele das gerade auf Smooth Games. Das kann man aber auf ganz vielen Seiten spielen. Das Brutal Studio hat das gemacht. Von denen habe ich eigentlich keine richtige Seite gefunden. Dann wollen wir mal spielen, oder? Nee, ich fange ein neues Spiel an, extra für euch. Ja, ist alles halb so wild. Yeah. Sir, the convoy has been attacked. What? I'm on my way. Okay, what's wrong? So you're telling me our nuclear missile R-32 has been stolen and you don't know who it was? We know who it was. Kang Foster, an Australian at the head of 100 mercenaries. Woo-hoo! It's Christmas before time! Be careful, careful, if I just tell you! Shit, shit, shit! So where is he? In Borneo. Fortunately, the warhead was equipped with a tracer, but they removed it 4 hours ago. Okay, send a team! It's already done, sir. We got Ron Hawkins and Damon Walker on the spot. Oh no, not those guys! Hey, you wanna flip heads or tails? It's not a game. Okay, tails! I win! My turn to clear the way! Why did you pick those guys? Their track record speaks for itself, and they are the best we got by far. Well, I hope they're well prepared for this. Also ich stelle fest, ich hätte das lieber auf der englischen in englische Einstellung lassen sollen. Die deutsche Synchro, ich weiß nicht, wer das übersetzt hat, dem gehört mal sanft ins Knie geschlagen. Ist ja übelst. Naja, egal. Dann spielen wir mal. Als Spielwert mit der Maus. Take your time. No stress. Und man braucht eben die R-Taste zum Nachladen. Alter, was war das denn? Achso, ich lade gerade ein Video hoch. Und dann ruckelt das Video. Also das Ruckeln dann wirklich ist, das ist alles so ein bisschen verzögert. Ja, nicht schlimm. Muss ich halt immer dran denken, dass sich das alles so ein bisschen anders dann spielt, wenn man was gleichzeitig den Upload voll pumpt. Also ich kann nur empfehlen, die englische Einstellung zu lassen. Die hatte ich nicht vorhin. Ich habe es aber für euch umgestellt auf Deutsch. Im Nachhinein blöde Idee. Aber die Aufträge sind sogar beknackt übersetzt. Also ich glaube, dass das keiner übersetzt hat. Ich glaube, dass das mit Google Translator gemacht wurde. Damn, also Kacke übersetzen down kann here. Ein normaler Mensch eigentlich gar nicht. Silence, you're approaching. 1, 2, 3. Ja, wir spielen mal ein bisschen weiter. Wir haben zwar jetzt langsam ein bisschen Kohle, aber was soll ich meine Knarre, was soll ich Geld ausgeben, um die Knarre hier auszubauen, wenn ich später bessere Knarren kaufen kann? Was ist denn das? Ah ja, wie gesagt, jetzt muss mit Google Translate übersetzt worden sein oder irgendwie sowas.
Alter! Das nervt. Was war das jetzt? Also lustig ist das nicht mehr. Das ist ja kein Head, das ist ja keine Sniper-Aktion, das ist eine Sacke, was ich hier mache. Sinnloses Rumgebolze. Ah, ich sehe gerade, ich weiß nicht, aufgrund von eben, ich stand gerade oben, 1648 hochgeladen. Wunderbar. Das kostet aber, glaube ich, 10.000. Die Kohle haben wir garantiert nicht, nicht so beschissen, wie ich gerade spiele. Aber ich muss mich wirklich mal rechtfertigen. Wenn man Upload betreibt, dann. Was lädt jetzt noch hoch? Also. Zwei andere Videos. Naja, anders hätte ich vielleicht das Spiel ja nur zeigen. Right, night, huh? Ich spiele keinen Rekord. Yeah, yeah. Four guys. Hey, it's like they were expecting us. Wait until they can't see each other. Roger that. Alter, das lag doch in der Birne. Ja, natürlich ist die fehlgeschlagen. Ich treffe ja nichts. Also nächstes Mal spiele ich kein Online-Spiel mehr, wenn ich, gleichzeitig am Hochladen bin. Da muss ich ja schon aufhören mit World of Tanks spielen. Ich bin gerade aus dem Clan-Chat rausgegangen schon, weil es ja keinen Sinn hatte, weil ich mit 350er Ping spielen musste. Ah ja gut, klar, mein Upload ist vollgestopft. Das sendet nichts mehr gescheit. Na komm, ein oder zwei machen wir noch, ne? Oh, feindliche Scharfschützen. The convoy! God damn it, just under our noses. Hey, get down, snipers! Ich hasse Baumschützen. Na? Ah, das war's, okay. Whoa! Calm down, dude! We're friends! Ouch! Okay, maybe not, but chill! You better let him go! Das heißt jetzt, speichern Sie Walkers und retten Sie ihn. Ja, auf jeden Fall ist das mit dem automatischen Übersetzer, weil eigentlich steht er ja Save him, ja? Dann haben wir es mit Speicher ihn. Das liegt halt auch an der englischen Sprache, die einfach viel zu wenige Wörter hat. Viel zu kleines Vokabular. Das heißt, oh, Alter. Ja, share auf Facebook, ja. In dem Fall heißt es soll share, aber teilen heißt nicht die, oh, Alter. Nicht die Aktie. Komm, eine Mission haben wir noch. Fast unfreiwillig. Ja, nachladen, Alter. Hey, das war eine Kalaschnikow. Hey, die Desert Eagle. Gehen wir mal ins Geschäft gucken. Wobei, ich glaube, wir holen jetzt besser erstmal die M21. Ja, Baby. Ja, komm, eine Mission mit der M21 machen wir noch. Das ist natürlich der Reiz für den Spiel. Man denkt sich die ganze Zeit so, ah, komm, ah, eines geht noch, eine Mission geht noch.
Achso, ich habe ja ein Magazin. Muss ich jeden Schuss nachladen über 8 Schuss? Okay, das war nix. Wieso sind die gescheitert? Ich hatte doch die dritte Wache direkt. Der sitzt doch da. Ach, warte mal. Das war die Idee. Ich muss erst dafür sorgen, dass er aufsteht in den Baum. Jawohl. Ein bisschen nach. Schön. Gut, wie auch immer. An der Stelle möchte ich mich dann verabschieden. Jetzt nichts. Also ich will jetzt nicht rumweinen, ja, aber ich wäre besser gewesen, wenn ich nicht im Hintergrund für euch Videos hochladen würde. Ist auf jeden Fall ein lustiges kleines Spiel. Kann ich nur empfehlen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich im nächsten Video. Das wird dann wieder ein Offline-Spiel, da ist es mir wurscht, was im Hintergrund passiert. Dann bis gleich. Tschö.